Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Nasreddin Schah, ein Harem in Bismarcks Reich. Das ergötzliche Reisetagebuch des Nasreddin Schah 1873, herausgegeben von Hans Leicht 1969, mit einem Vorwort des Herausgebers, Anmerkungen und einem Glossar, die einige orientalische Begriffe erläutern, außerdem mit Fotos. Das ist ein sehr, sehr interessanter Reisebericht eines iranischen Schahs, der interessant aus mehreren Gründen. Ich zeige Ihnen, in diesem Buch sind wie gesagt ein paar Fotos und hier ist das Foto von einem Bild von Nasreddin Schah, so sah er aus, 1873 von Buchanan für die Weltausstellung in Wien gemalt. Ein sehr, sehr interessanter Reisebericht aus mehreren Gründen. Er schildert aus der Sicht eines Orientalen das imperialistische Europa. Ein wenig zur Biografie von Nasreddin. Nasreddin, geboren 1831, 1896 gestorben, er wurde ermordet und hat den Iran ab 1848 regiert, aus der turkmenischen Dynastie der Kadscharen stammend, die bis zu den Pahlevis im Iran regiert haben, also bis 1925. Teheran wurde in ihrer Zeit Hauptstadt. Und Iran ist in diesem 19. Jahrhundert ein Spielball der europäischen Großmächte geworden und Russlands. Die Europäer haben versucht, dort Einfluss zu gewinnen und Russland auch. Und Nasreddin versuchte nun durch seine Reisen in diesem Spiel einen Punkt zu gewinnen. Er versuchte, in seinem Land Modernisierungen durchzuführen, war interessiert an Geschichte und Geografie seines Landes und anderer Länder. Er reiste viel, er reiste dreimal nach Europa, eben das erste Mal 1873, vom 19. April bis zum 17. September. Er lernte Französisch und Englisch und er versuchte alles eben sein Land zu modernisieren, solange es eben seine Macht nicht beschränkte. Er kam nach 1873 noch zweimal nach Europa, nämlich 1878 und 1889. Und auf jeder Reise schrieb er ein Tagebuch und auch mit der Absicht, dieses Tagebuch zu veröffentlichen und dann den Potentaten Europas und Russlands zuzuschicken, um ihnen zu zeigen, was er erlebt hatte auf seiner Reise. Das ist sehr ungewöhnlich, ein Tagebuch eines Schahs zu publizieren, sowohl für sein eigenes Volk, was ihn ja sozusagen, da wandte er sich ja persönlich an sein Volk, das ist sehr ungewöhnlich für einen iranischen Schah in der Zeit. Und zum anderen eben, dass er sich so persönlich an die Gesandten, Könige, Botschafter Europas und Russlands wandte. Dieses Tagebuch von 1873 erschien eben in einer sehr redigierten Fassung im Jahr 1873 schon. Und 1874 schon wurde es übersetzt ins Englische von G.W. Redhouse, der eine Übersetzung aufgrund einer stark zensierten Version des persischen Buches machte. Das machte Furore. 1874, ein Jahr später schon, erschien eine deutsche Übersetzung. 1898 dann die französische und so blieb es erstmal sehr, sehr lange Zeit. Erst 1990 erschien dann eine weniger zensierte Version dieses Tagebuchs in Persisch
Und diese Version ist nie übersetzt worden in irgendeine europäische Sprache, meines Wissens nach. Auf der Reise 1873 wurde Nasreddin begleitet von fast seiner gesamten Regierung und seiner Favoritin. Im Iran vertreten wurde er durch seinen Sohn und den Onkel. Und das Ziel des Tagebuchs, so wie wir es im Original in der gekürzten Fassung erfahren konnten, war es, Russland und England im Gleichgewicht zu halten. Ein Russland, das sich eben stark nach Süden ausdehnte, ein Gegengewicht durch England entgegenzusetzen. Und zum anderen ging es darum, die Europäer in ihrer Macht zu begrenzen. Die persische Souveränität hatte an Gewicht verloren, weil die Europäer immer mehr in Persien sich festsetzten und europäisches Recht exterritorial in Persien anwandten. Und das konnte der Schah natürlich nicht zulassen, seine Einmischung in eine innere Politik, in das innere Staatswesen. Und deshalb versuchte er nun, sich in Europa als modernen, zivilisierten Herrscher darzustellen, ein modernes, zivilisiertes Iran vorzuzeigen, um diese europäische Überheblichkeit, die sich eben in diesem Eingreifen in die Souveränität Irans bemerkbar machte, zu begrenzen. Er verwies auf Reformen, versuchte die technische Zusammenarbeit mit Europa zu verstärken. Er wollte Informationen sammeln, warum Europa technisch so überlegen geworden war. Er führte die Fotografie in Persien ein. Er liebte die Fotografie. Und es gibt sehr viele köstliche Fotos seiner Haremsdamen, die ungewöhnlich für unseren Geschmack sind. Und er verbesserte das Zugwesen. Er führte die Telegrafie ein. Also er versuchte, den Iran zu modernisieren. 1872 hatte Iran Kontakt aufgenommen zur britischen Bank Reuter in der sogenannten Reuter-Kommission. Und da ging es darum, dass diese Bank Einfluss bekam über persische Straßen, Fabriken und Ressourcen. Im Iran hat es daraufhin heftige Proteste gegeben. Die Konzession musste die Zugeständnisse, die Verabredungen zurücknehmen, da auch in Europa Widerstand gegen diesen Vertrag laut wurde und vor allem Russland eben sehr, sehr viel dagegen hatte. Aber noch 1873 versuchte der Schah eben auf seiner Reise eine Unterstützung dieser Reuter-Kommission zu erreichen. Seine Reise wurde begleitet von einer großen Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Ganz viele Zeitungen berichteten über seine Reise, über sein Auftreten, zum Beispiel die Illustrated London News, The Times. Man brachte in vielen Zeitungen, vor allem auch in englischen, Hintergrundinformationen über Persien. Und es war wirklich ein Highlight der Presselandschaft, ein bisschen so wie dann eben auch die Auftritte von Reza Schah Pahlavi und Farhadiba, Soraya, Sie erinnern sich, das waren alles Informationen, die uns gerade auch in Deutschland interessiert haben über das persische Herrscherhaus. Wenn man das Original, das persische Tagebuch im Original liest, zumindest in der sehr wörtlichen Übersetzung von Red House, dann stellt man fest, dass es sehr trocken ist. Der Schah hat ein großes Interesse an der Natur Europas, an den Städten, an der Agrikultur, Handel, Industrie, Fabriken, Technik, Museen, Zoos, botanischen Gärten, Hospitälern, Schulen, Theater, Oper. Er besucht die Weltmesse in Wien, wo Persien einen Pavillon hatte.
und er betonte die Herzlichkeit, mit der er überall empfangen wurde, die Bälle und Empfänge. Er beschreibt ausführlich die Physiognomie seiner Gesprächspartner, ihre Genealogie, ihre aristokratische Herkunft, ihren Status. Und es gibt langatmige Beschreibungen der Zugreisen, die ermüden. Einen kleinen Eindruck möchte ich Ihnen geben in einer deutschen Übersetzung. Ich habe eben einige Zitate aus der englischen Übersetzung ins Deutsche übersetzt. So schreibt er zum Beispiel über die Engländer. Der Herr des Universums hat sie besonders ausgestattet mit Macht und Reichtum und Weisheit und Verstand und Raffinement. Oder an anderer Stelle, in puncto Wohlstand und Reichtum, Handel, Kunst, Industrie und Trägerleichtigkeit und Vergnügung sind sie die Chefs aller Nationen. Das hindert ihn nicht daran, anlässlich einer Feuerwehrübung in London, die er besucht, am 30. Juni, Folgendes über die Engländer zu schreiben und auch über die Deutschen. Seltsam ist, dass sie, während sie einerseits Schmerzen erdulden, um Leben zu retten, andererseits in den Fabriken, Gießereien und Werken von Woolwich in England und von Krupp in Deutschland neue Formen von Kanonen, Musketen und Projektilen erfinden zur größeren und schnelleren Zerstörung der Menschheit. Das Buch, so wie weit wir es aus dem Original übersetzt haben auf Englisch, wurde schon damals kritisiert. Es war langatmig, langweilig und wie Kritiker sagten, of little literary value, also von geringer literarischer Bedeutung. 1990 erschien, wie gesagt, eine weniger zensierte Fassung in Persisch mit sehr persönlichen Kommentaren des Schahs zu den Hoheiten Frauen und zu sexuellen Begegnungen, die er hier erlebt hatte und die eben auch mehr kritische Punkte enthalten, was die Europäer angeht. Denn man darf nicht vergessen, die erste Fassung, die eben ins Englische übersetzt war, war eben sehr drauf erpicht, bei den Königen und Diplomaten und Botschaftern Europas und Russlands einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und da konnte er natürlich nicht über sie herziehen. Da hat er sehr genau aufgepasst. Also, Schah Nasreddin war der erste Monarch, der Europa bereiste. Und zwar reiste er von Teheran nach Astrachan, Moskau, St. Petersburg, Königsberg, Berlin, Köln, Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Baden-Baden, Brüssel, London, Portsmouth, Liverpool, Manchester, Cherbourg, Paris, Dijon, Genua, Turin, Mailand, Salzburg, Verona, Wien, Brindisi, Konstantinopel, Tiflis, Baku. Auf dieser Reise lernte er alle Herrscher kennen, eben auch Bismarck, die Königin Victoria, die ganzen Hofleute Europas und seine Bemerkungen, so wie wir sie in der deutschen Übersetzung dann über diese Personen finden, sind äußerst amüsant und sehr erhellend, wie ich gefunden habe, als ich dieses Buch gelesen habe. Entschuldigung. Zum Beispiel schreibt er über Baden-Baden. Baden-Baden habe ein Klima, wie es in Mazandaran, einer Gegend südlich des Kaspischen Meeres, zu finden sei. Also ein sehr wohltuendes, sehr schönes Klima. Baden-Baden sei ein Paradies für Freiheitsliebende, Sybariten und Liebende, mit wunderschönen Frauen, herrlichen, zauberhaften Wesen, eine besondere Ecke, eine Stadt des Feenlandes. Genau. Wie gesagt, 1874 erschien eine deutsche Übersetzung. Und diese deutsche Übersetzung war dann die Vorlage für die Herausgabe von 1969 von Dr. Hans Leicht.
Und zu dieser deutschen Übersetzung muss man jetzt einiges sagen. Erstens, der Herausgeber, Dr. Hans Leicht, war Orientalist, 1920 geboren. Ich habe nicht herausbekommen, wann er gestorben ist. Ich vermute, er ist verstorben. Ich habe bei seinem Verlag angerufen, die wussten auch nichts. Leicht hat unterrichtet in den USA, im Iran, an der Nationaluniversität und hat eben gesagt, er habe so eine schlechte, lebhaft verfärbte Übersetzung gefunden ins Deutsche, dass eine Neuausgabe unbedingt notwendig sei. Das Tagebuch sei zu aufschlussreich, um es in einer Ecke verschwinden zu lassen. Und diese Neuauflage wurde nun befürwortet von Konsul Dr. Helmut Arndt. Gelebt hat er von 1933 bis 2016. Und Arndt war Kulturreferent an der deutschen Botschaft in Teheran, hatte das ergötzliche Tagebuch ausgegraben und zur An Neuveröffentlichung angeregt. Er war 1962 für das Auswärtige Amt der BRD tätig gewesen, unter anderem in Teheran. Also ein Mann, der den Iran kannte, sehr gut kannte. Und dieses Buch wurde dann veröffentlicht, hat Furore gemacht und noch in einem Ausstellungskatalog des Badischen Landesmuseums von 2010, 2011 wird dieses Buch, dieses Reisetagebuch zitiert. Der Ausstellungskatalog heißt Das fremde Abendland, Orient begegnet Okzident von 1800 bis heute. Und Dr. Mostafavi, die diese Ausstellung initiiert hatte, eine Iranerin, 1981 ist sie nach Deutschland gekommen, wurde dann seit 2008 Kuratorin des Referates Außereuropäische Kunst- und Kulturgeschichte in Baden-Baden, Begründerin der Mir-Mohammed-Stiftung, deren Zweck die Förderung der iranischen Kultur ist. Eine ausgesprochen kluge Frau, deren Beiträge ich zum Beispiel auf YouTube wirklich ausgesprochen gern gesehen habe und deren Beiträge ich ausgesprochen erhellend fand, zitiert dieses Reisetagebuch. Und auch ich habe dieses Reisetagebuch als junge Studentin mit Begeisterung gelesen. Ich habe so Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts in die Hände bekommen, war begeistert, war amüsiert über dieses Tagebuch, über Nasreddin. Wie Nasreddin die Europäer sah, das imperialistische Europa. Und ich fand seine Beschreibungen zum Teil sehr, sehr zutreffend. Und ich fand das Bild des Orientalen, das ich so ein wenig im Kopf hatte, für zutreffend in ihm charakterisiert. Für eben der Orientale, bauernschlau, pfiffig, prunksüchtig, eitel, von seiner Göttlichkeit überzeugt, stolz auf seine Diamanten, gierig nach Diamanten. Der Typ Despot, herablassend sprechend über Europa. Leicht hat von ihm gesagt, er sei ein pfiffiger, trotzdem bisweilen etwas einfältiger Orientale. Und so hatte ich eben auch ihn erfahren, Nasreddin. Und der Hintergrund waren eben die Reisen Shahrezad Pahlevis mit Faradiba gewesen, unter anderem eben nach Deutschland 1967, wo diese Reise dann auch Studentenunruhen ausgelöst hatte. Und der Schah hatte bei uns jungen Studenten damals kein gutes Image. Der Schah war eben eitel, hat sein Volk ausgebeutet, ja, und ja, prunksüchtig, Diamanten behängt. Und das fand ich sozusagen in einer gutmütigeren Form bei Nasreddin Schah vor. Leicht hat über ihn aber dann auch gesagt, man wird gut daran tun,
Schah Nasreddin und seine Eindrücke nicht aus europäischer, sondern möglichst orientalischem, vom orientalischen Standpunkt aus zu sehen, dann wird man aus dem ihm ein komisches, höchstens noch wunderbares Erlebnis sozusagen. Ja, also man bemühte sich natürlich, das nicht vorurteilshaft zu sehen, sondern man bemühte sich eben auch das Positive, die positive Sicht auf diesen Iran zu sehen und vor allem den Standpunkt des Iraners, der Europa, das imperialistische Europa betrachtete, nachzuvollziehen. Ich war begeistert. Dieses Buch habe ich vielen zu lesen gegeben und vielen empfohlen. Nur, der Witz ist, die deutsche Übersetzung dieses Buch ist ein absolutes Fake. Das ist gar keine Übersetzung, sondern ein erfundener Roman. Da an diesem Buch ist fast nichts wahr. Nur wir alle hatten es nicht gemerkt. Wir alle waren darauf reingefallen. Wir haben geglaubt, eine authentische Übersetzung zu haben. Und wir alle sind darauf reingefallen, bis eben, wie gesagt, in jüngste Zeit. Und ich denke, das kommt auch daher, weil wir so festgefahren waren und sind in unseren Vorurteilen, den Mustern, den wir uns machen von Menschen, von Iran, von den Schahs, vom Orientalen, dass wir es nicht gemerkt haben. Also, diese sogenannte deutsche Übersetzung ist eine reine Fiktion. Und zwar der Roman eines österreichischen Journalisten namens Michael Klapp. Klapp wurde 1834 in Prag geboren und starb 1888 in Wien. Und das österreichisch-biografische Lexikon sagt über ihn: Seine Hauptbegabung zeigt er in der Fähigkeit des Verwertens von Beobachtungen und Einfällen im Lustspiel, dass er inhaltlich und formal mit geschickten Lösungen vielfacher Verwicklungen, gedrängten Wortspielen und scharf witzigen Pointen in der Dialogführung zum Erfolg brachte. Ein Autor, der witzig schreiben konnte. Und Klapp hatte nun die Zeitschriftenberichte, die 1873 international erschienen waren, offensichtlich benutzt, um einen fiktiven Roman zu schreiben, der Europa einen Spiegel vorhält und vor allem unterhalten sollte. Indem alle grassierenden Vorurteile der Zeit über die Orientalen bestätigt wurden. Und zwar der Orientale in seiner Unzivilisiertheit, Primitivität, in seiner Bauernschleue, in seiner Lasterhaftigkeit. Und das ausgerechnet an dem Schah, der so bemühte, europäisch modernes Wesen an den Tag zu legen, der so versuchte, einen sehr guten Eindruck in Europa zu machen. Und dieser Roman machte ihn absolut lächerlich. Man hätte es merken müssen, aber wir haben es alle nicht gemerkt. Wir haben alle eben so unseren Mustern nachgehangen, dass wir es nicht gemerkt haben. Und ich lese Ihnen mal ein kleines Zitat draus vor, wo Klapp sich selbst ironisiert und deutlich darauf hinweist, dass es eine journalistischer Fake ist, eine einzige Lüge, aber keiner hat diese Worte nun in Deutschland und in Europa ernst genommen und begriffen. Also Zitat, der Schah schreibt: Ich aber kann mich nur maßlos wundern, dass man von oben her zusieht, wie diese Journalisten so ohne weiteres falsche Nachrichten über Personen und Sachen verbreiten. Der Doppelsinn unseres Wortes Chap, das sowohl Druckschrift wie auch Lüge bedeutet, das ist umstritten, trifft bei einigen Zeitungen der Ungläubigen aber haargenau zu. Kastei gemeint, sie besäßen ein Sprichwort.
Er lügt wie gedruckt bei Allah. Das stimmt. Das Lügen macht man diesen Zeitungsschreibern denn doch etwas zu leicht, meine ich. In Iran schneidet man Leuten, die falsche Nachrichten öffentlich verbreiten, bei jeder Lüge ein Stückchen ihres Ohrläppchens ab. Wenn man diese Strafe bei den Ungläubigen der österreichischen Hauptstadt einführen würde, so bin ich sicher, die gescheiten Herren der Zeitungen, die so viele alberne Weibermärchen von mir erzählen und ihre Blätter mit langen und dummen Lügen über mein Leben und Lieben vollschmieren, würden wohl keine Läppchen mehr an ihren Ohren haben. Das schreibt er ziemlich am Ende seines Romans und es klingt eigentlich wie ein Kommentar zu seinem eigenen Roman, zu Klapps Roman. Und uns hätte es in den Ohren klingeln müssen, aber wir haben es nicht gemerkt. Dabei stimmt vieles nicht, was Klapp da so berichtet, dem stimmt auch chronologisch nicht. Er sagt, am 18.06. sei der Schah noch in London gewesen und es habe Königin Victoria gesehen. Aber bei Red House war er zu diesem Zeitpunkt noch in Flandern. Vieles ist eben erfunden. Er ist sehr lustig. Der Schah ist eben wirklich ein eitler, unzivilisierter Orientale, der mit den Fingern ist, der sich lustig macht über Europa, die Frauen und die Generäle. Aber eben nichts davon entspricht der Wahrheit. Und das hätte der Schah auch nie geschrieben, wenn er doch von Anfang an die Absicht gehabt hatte, dieses Tagebuch zu veröffentlichen und seinen Gesprächspartnern in Europa und Russland zuzuschicken. Das wäre so undiplomatisch gewesen, das wäre gar nicht in Frage gekommen. Das heißt, Fazit. Wir sind mit diesem Buch von Klapp wieder einmal auf sämtliche Vorurteile, die wir haben, über den Orient reingefallen. Und das eben bis in unsere jüngste Vergangenheit. Und das macht dann schon etwas bedenklich, dass wir bei all unserer Medienkritik und ja, Recherchenmöglichkeiten das nicht gemerkt haben. Also, Nasreddin Schah, ein Harem in Bismarcks Reich. Lesen Sie das, wenn Sie ein Lust haben, einen Roman, einen österreichischen Roman des Ende des 19. Jahrhunderts zu lesen.